trotzdem haben wir für dieses Jahr ganz besonders viele unserer berühmten, legendären Mörder-Hexen für Sie vorbereitet. Ich glaube, es sind so um, was wir auch noch haben, verschiedene Vereinsmitglieder, von deren, also ich den Namen jetzt nicht alle da auf der Liste habe, die werden dann mit ihren ferngesteuerten Hexen fliegen. Also da. Im Mai haben sie schon angefangen mit den ersten Teile so aussägen, damit die alle ungefähr gleich ausschauen. Der René hat die Aerodynamik ausgetüftelt von diesen Modellen. Fliegt natürlich auch elektrisch, ganz klar. Aber lasst euch überraschen, was da jetzt noch alles kommt. Und vor allem schaut euch die einzelnen Details an von den unterschiedlichen Hexen. Die eine hat einen Nachbrennerbesen, die andere hat leuchtende Augen. Da geht's schon los, oder was? Magst du mich nicht? Mag ich dich? So, auf zum Hexentanz mit den Mörder-Hexen! Nummer 1 ist gestartet! Nummer 2 ist in der Luft! Und weiter geht's! Nummer 3! Jawohl, auch sie ist Japan! Nummer 4! Der fünfte! Der sechste! Zwei haben wir noch. Oh, eine hat schon eine Notlandung hinlegen müssen. Oh, weh! Sieben! Da kommt sie, die Nachbrenner-Hexe mit dem roten Besen. Schaut euch das an. Und jetzt alle durch in das Feuerwerk. Wer ist so mutig und fliegt mitten hindurch? Oh, Mann, ich hab's nur Schlagdruck. Da ist also ein Treffer gegen der Nachbrenner-Hexe. Sie macht sogar einen mutigen Feuerwerk. Immer schön rein in den stinkenden Rauch. Oh, und ein Volltreffer! Der Sinks ist aufgestorben! Und hinein ins Feuerwerk! Ein in die Rauchwolken! Da hier geht's! Wir müssen eines bedenken, die Jungs, die haben das alles selber gebaut, alles selber finanziert. Da ist nichts gesponsert von irgendwelchen Firmen. Gar nichts, die machen das, weil es ihnen gefällt.
Herzlichen Glückwunsch, da haben Sie gerade eine Hurte bei diesem Brennschopfer gesehen. Was ist denn mein Blut, wo ist denn nicht losgeblieben? Los, ihr Schlitzer, rein ins Feuer, brennen los, die Hexe! Ah, da hat schon einen versiegt da hinten. Nur mehr vier sind übrig. Ja, das ist ja wie damals. Meine Damen und Herren, der Würger Hexentanz 2015. Applaus, liebe Leute, für die tollen Piloten! Jetzt muss ich einmal kurz einen heißen Tipp in eigener Sache loswerden. Bitte spitzt einmal kurz die Ohren. Also wir sind noch nicht fertig jetzt mit dieser Nachtflugschau, keine Angst. Nur eine Bitte habe ich, und zwar, wenn die Nachtflugschau fertig ist, marschiert mal bitte noch einmal alle für 5 Minuten ins Zelt rein, da in das große Bierzelt. Da haben wir auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet für Sie. Das dauert nur 5 Minuten und dann könnt ihr von mir aus in die Party, ins Party-Lokal rüber marschieren oder im Zelt bleiben. Aber da brauche ich nur einmal 5 Minuten eure Aufmerksamkeit. Wenn es bitte so nett seid, jetzt gibt es noch Diverses und dann, wenn es fertig ist, bitte noch mal alle kurz rein ins Zelt. Seid zu mir. Danke. So, und jetzt the final countdown. Ja, für die Hexen kriegen wir sowieso noch einmal einen Applaus, oder? Wenn sie sich da vorne aufstellen. Na klar, oder? Jungs, ihr habt es super gemacht. Am besten bringt es gleich eine ins Zelt und stellt es auf die Bühne. Seid so gut. Ja, eine ins Zelt auf die Bühne bitte damit.